Überraschung beim BVB. Der Pokalsieger holt einen Rennenverteidiger vom derzeitigen Bundesliga-Spitzenreiter. BVB angelt sich die Kroaten. Latte. Wolfsburg Marin Pongracic, 23, im Anflug. Der Abwehrspieler kommt für ein Jahr mit anschließender Kaufoption, die bei rund 12 Millionen Euro liegen soll. Dortmunds Trainer Marco Rose, 44, kennt die Abwehr. Latte, 1,93 Meter, noch aus gemeinsamen Zeiten von RB Salzburg in der Saison 2017-18. Der Pongracic, der aus der Jugend des FC Bayern München stammt, war 2020 für 10 Millionen Ablöse zu den Wölfen gewechselt, konnte sich dort aber nie richtig durchsetzen. In 3 von 4 bisherigen Pflichtspielen gehörte der Abwehrspieler unter Neu-Trainer Marc van Bommel, 44, nicht zum Kader. Hinter Maxence Lacroix, 21, John Anthony Brooks, 28, und Sebastian Bornauwe, 22, ist er aktuell allenfalls Innenverteidiger Nummer 4. Der BVB reagiert damit auf die personellen Probleme in der Abwehr. Abwehr-Chef Mats Hummels, 32, plagt sich seit Saisonsbeginn mit Patellasehnen-Beschwerden herum. Emre Can, 27, fällt mit einem tiefen Faserriss mindestens 3 Wochen aus. Und die Innenverteidiger Daan, Axel Zahadou, 22, und Soumaila Coulibaly, 17, sollen nach ihren schweren Knieverletzungen erst im Laufe des Septembers wieder ins Training einsteigen.